Seit einem guten Vierteljahr halte ich mein Apistogramme Hongsloy Trio in diesem kleinen Aquarium. Eigentlich wollte ich meinen bisherigen drei Hongsloy-Filmen keinen weiteren hinzufügen. Aber da sich doch zwischenzeitlich viel Interessantes getan hat, jetzt der vierte Film. Ganz sicher der letzte, zumindest vorläufig. Nochmal was zum Aquarium. Es ist ein 35-Liter-Becken und hat die unten angegebenen Wasserwerte. Das Aquarium verfügt über einen kleinen Außenfilter nach dem Wasserfallprinzip. Um die Tiere nicht zu stören, habe ich, abgesehen von kleinen Teilwasserwechseln und dem Versuch, hin und wieder ein paar Algen abzufischen, nicht am Aquarium herumgefuscht. Scheiben reinigen natürlich auch. Daher liegt hier hin und wieder Mulm und man wird auch Algen finden. Ich bitte um Verständnis. Mir gefällt es anders auch besser. Aber ich kann versichern, in der Heimat des Orinoco sieht es unter Wasser auch nicht anders aus. Ich habe mich davon vor Ort überzeugen können. Eigentlich sollte das kleine Aquarium, die Hongsloy, für Filmzwecke nur kurze Zeit beherbergen. Aber da alles bestens lief und es immer wieder Neues zu sehen und zu filmen gab, hat sich das auf ein Vierteljahr ausgeweitet. Wie man erkennen kann, ist das Aquarium von drei Seiten gut einsehbar. Auf der Rückseite sehen wir jetzt die Höhle, in der es sich das Weibchen Nummer 2 eingerichtet hat. In der Höhle ist heftig Betrieb. Neugierig schaut ein Jungtier vorbei. Es stammt aus der ersten Brut des anderen Weibchens und ist jetzt etwa 2,5 Monate alt. Und wer schaut da aus der Höhle heraus? Das ist der Vater. Selten, dass er mal sich in der Höhle sehen lässt. Jetzt wissen wir auch, weshalb er so heftig Betrieb ist. Gerade hat er abgespermt. Leider können wir hier nicht in die Höhle hineinschauen. Wieder werden wir gleich da, diese Zitterbewegung. Jetzt gibt er seine Spermien ab, das Weibchen Nummer 2 laicht also ganz offensichtlich ab. Und das interessiert die anderen Beckenbewohner auch. Wir würden natürlich gerne sehen, was sich im Inneren der Höhle abspielt. Aber das interessiert auf jeden Fall das zweite Weibchen, eigentlich Weibchen Nummer 1. Das Männchen verlässt jetzt die Höhle. So viel Störung hat es nicht erwartet und zieht jetzt von hinnen. Aber die Kleinen sind immer noch neugierig und schauen nach. Was mag da wohl los gewesen sein? Ich hätte nicht geglaubt, dass Fische so neugierig sein können. Das Weibchen im Inneren der Höhle ist die Tante der Kleinen. Und jetzt kommt ihre Mutter. Und sie schaut auch wieder in die Höhle hinein. Das kann das andere Weibchen natürlich überhaupt nicht gut finden. Und ihre Schwester wird jetzt verjagt. Schließlich ist dieses das Revier dieses Weibchens. Gegen das Männchen kann dieses Weibchen nichts tun. Knapp eine Woche später hat sich nur 10 cm Luftlinie entfernt auf der Vorderseite des Aquariums etwas in der halbierten Kokosnusshöhle getan. Das andere Weibchen, es ist nach meiner Buchführung Weibchen Nummer 1, hat ebenfalls abgeleicht. Intensiv werden die Eier inspiziert und teilweise abgelutscht. Wir werden sehen, wie die Geschichte weitergeht. Schauen wir doch wieder auf die Aquarienrückseite zu Weibchen Nummer 2. Hier müssten die Kleinen doch freischwimmen und in der Tat, hier sehen wir sie bei ihrem ersten Ausflug. Ich bin neugierig, wie die Mutter ihre Brut am nächsten Morgen ausführen wird. Es ist soweit. Ich habe mich frühmorgens mit der Kamera mit dem Stativ vor der Höhle der jungen Mutter positioniert und habe die Aquarienbeleuchtung eingeschaltet. Die Mutter ist bereits wach und schaut aus der Höhle. Sie verlässt die Höhle, wie wir sehen, und inspiziert gründlich die Umgebung. Sie ist vorsichtig. Sie geht wieder in die Höhle zurück. Mal sehen, ob sie jetzt mit den Jungen herauskommt. Nein, offenbar muss die Umgebung noch ein zweites Mal untersucht werden. Gründlich.
In einem früheren Film hatte ich gezeigt, wie die Schwester mit einer deutlich älteren jungen Schar morgens zur Futtersuche aufbrach. Aber hier wird man sehen, ist das völlig anders. Gleich wird die Mutter wohl mit der Brut erscheinen. Aber das hatte ich auch nicht erwartet, was jetzt passiert. Sehen Sie sich mal das Maul an. Ja, fast wie ein Maulbrüter. Aber nur für kurze Zeit. Jetzt sind die Jungen wieder für sich und wir haben einen Zeitsprung getan. Dank reichlicher Artemienfütterung sind die Kleinen gut herangewachsen und viel selbstständiger geworden. Die orangefarbenen Bäuche zeigen, dass es gerade wieder Futter gegeben hat. Zwischenzeitig habe ich die Jungen der ersten Brut, die halbwüchsigen, entfernt und in ein anderes Aquarium gesetzt. Sicher ist sicher. Wie wir sehen, hat auch der Vater Interesse an seiner Brut. Das Weibchen, die Mutter, sieht das nicht so gerne. Sie legt sich im wahrsten Sinne des Wortes quer. Aber den Vater scheint das nicht zu beeindrucken. Hier sehen wir den Vater jetzt mal in Großaufnahme. Er fühlt sich inmitten seiner Kleinen richtig wohl und die brauchen vor ihm auch nicht zu befürchten. Nur die Mutter sieht das nicht so gerne. Sie ist ja viel kleiner, aber sie lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Wenn man so viele Kinder hat, dann muss man auch für sie kämpfen. Was jetzt passiert, ist nicht etwa ein Kuss, sondern ein Biss. Der Vater wird in seine Schranken gewiesen und zieht sich in der Tat ein bisschen zurück. Es hat gewirkt. Jetzt kann man sehr gut die Kleinen sehen, die vor ihrem Vater nicht die geringste Scheu haben. Inzwischen führt auch die andere Mutter ihre Brut. Die Kleinen sind etwa eine Woche jünger. Sie zerstreitet sich jedoch bald heftig mit dem Pascha. Ich kann es hier leider nicht zeigen. Denn der will offenbar wieder ableichen. Sie hat ihre Jungen aufgeben müssen und sich in ihre kleine Höhle zurückgezogen, in die ihr der große Pascha nicht folgen kann. Sicher dauert es nicht mehr lange und die beiden werden wieder ableichen. Doch zurück zu Weibchen 2. Es ist Abend. Ich habe die Aquarienbeleuchtung ausgeschaltet und versuche, die Tiere jetzt bei diesen problematischen Lichtbedingungen zu filmen. Ich möchte zeigen, wie die Mutter ihre Kleinen zum Übernachten zurück in die Höhle bringt, wie zeigt sie ihnen den Weg und wie macht sie ihnen klar, dass es Zeit ist. Gerade hat die Mutter sicherheitshalber noch einmal die Höhle inspiziert. Die folgende Filmsequenz habe ich nicht geschnitten. Ich möchte den Originalverlauf möglichst unverfälscht zeigen. Ich sage es gleich, es sind 4 Minuten am Stück und wer will, kann hier den Film gern beenden. Aber ein richtiger Fischfreund würde etwas verpassen. Wie man sieht, die Mutter ist jetzt in die Höhle hineingeschwommen und lockt die Kleinen ins Innere der Höhle hinein, indem sie rückwärts zurückschwimmt und immer mal wieder rausschaut. Zögernd kommen die Kleinen näher. Hier können wir das ganz deutlich sehen. Und noch etwas sehen wir bei dieser Gelegenheit. Wir könnten jetzt die Fische natürlich zählen und wir würden feststellen, dass das ein Riesenschwarm ist. Achten Sie mal darauf, da sind Größenunterschiede, sehr auffallend. Diese Größenunterschiede haben nichts damit zu tun, dass die Tiere unterschiedlich ernährt worden wären. Nein, sie sind unterschiedlich alt. Da ist ein Abstand von einer Woche. Tatsächlich hat dieses Weibchen die Jungen der Schwester adoptiert. Die sind nicht verloren gegangen, deswegen also auch die Größenunterschiede und die riesige Jungfischschar, wie man sie bei Hornsleu sonst nicht sehen würde. Hier gibt es jetzt nichts mehr zu kommentieren. Am besten beobachten Sie selbst. 2 Anmerkungen sind mir noch wichtig. Beim Zusammenstellen des Films bin ich verschiedentlich über unangenehme Mulmstellen und Algenansammlungen gestolpert. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Ich ziehe auch saubere Aquarien vor, aber vergessen Sie nicht, dass es in den Heimatgewässern der Fische ganz entsprechend aussieht.
Das ist also natürlich, wenn auch nicht gerade angestrebt. Aber ich bin sicher, dass ich diese Beobachtungen und Dokumentation nicht hätte machen können, wenn ich ständig Mulm abgesaugt und Algen gerupft hätte. Und hier die zweite Anmerkung. Ich würde Aquarienliebhabern grundsätzlich zu einem deutlich größeren Aquarium raten, wenn sie diese Erlebnisse zu Hause nachvollziehen möchten. In einem großen Aquarium haben die Fische mehr Platz, sich aus dem Weg zu gehen. Das erspart ihnen unnötigen Stress. Und auch dem Aquarianer. Ich habe die Fische nur deshalb so lange und erfolgreich in dem kleinen Aquarium halten können, weil ich es fast ständig unter Kontrolle halten konnte. Es stand direkt neben meinem Schreibtisch. Und weil ich bereits eine gewisse Routine mit Aquarienfischen habe. Also nochmals, ein größeres Aquarium bitte. Da ist nun der letzte Kleine. Auch er muss noch hereingeholt werden. Und nun kann ich das Licht ausschalten und den Film über Apistogramme Hongsloy beenden.